Nicht gut geklärt allerdings vom HSV. Wieder Wiesbaden durchs Zentrum, aber Letschert, pass auf, ist dazwischen. Ja, wieder ein schlampiger Ball in der Vorwärtsbewegung. Und Tor. Und Tor, das gibt es nicht. Scheffler. Und jetzt vielleicht die Chance zum Ausgleich. Jawohl, klasse, der Ausgleich, postwendend. Kinzombi schon wieder gegen seinen Ex-Club. Und das ist mal eine Ellbogengesellschaft hier, die uns schmeckt. Kinzombi, 12 Meter zentral von Kittel angespielt, nimmt den Ball mit der linken Innenseite an und zieht dann den hochlupfenden Ball Volley links oben in Winkel. Weit drüber geschossen. Jetzt der nächste Angriff über die linke Seite. Leibold in den Strafraum. Und dann ist Pochettino oder Kopfballtor! Da sind sie sich nicht einig. Kinzombi geht vorher hin, aber läuft am Ball vorbei. Und der Ball ditscht einmal auf und damit auch am Abwehrspieler, an Dams vorbei. Und dahinter, da taucht dann Pochettino auf. Noch einmal gut gestellt und dann Elfmeter. Letschert dazwischen gegen Ayani. Freigegeben, Scheffler läuft jetzt an, verzögert nochmal und verliert dann den HSV-Keeper, schiebt den Ball rechts unten ins Eck. Zweites Tor für Manuel Scheffler, 18. insgesamt in dieser Saison. Kämpft sich da vorne rein, schöner Ball von Duziak jetzt auf Kittel. Kittel mit der Flanke in die Mitte! Ja! Kinzombi, der Wiesbaden-Spezialist. Und die Vorarbeit, wie beim ersten Tor von Kinzombi, kam erneut von Sonny Kittel.